Ja, liebe Freunde, ich habe mich heute entschlossen, das Video-Review ein wenig anders zu gestalten. Dieses Budget-Phone von HomeTom, was man im Internethandel vielleicht für 50, 60 Euro bei Selbstimport bekommt, selbst bei Amazon muss man da nicht viel mehr bezahlen. Es gibt ja dieses Wörtchen, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich werde jetzt dieses Review ein wenig anders gestalten. Ich werde also dieses Ding nicht auf den Seziertisch legen, so wie ich das in der Regel bei doch relativ leistungsfähigen Handys tue. Hier sind die Erwartungen sowieso etwas gedämpft. Wir werden einfach mal 5 Blicke drauf, die euch zum Überlegen letztendlich anregen sollen. Ich will da keine Kritik üben, ich will euch das nur vor Augen führen. Die Kaufinteressen eines solchen Smartphones, eines solchen preiswerten Smartphones, die sind sehr unterschiedlich. Der erste Blick ist die Hardware. Ja, die Hardware, ist das Ding sauber verarbeitet? Klar ist es sauber verarbeitet. Wir haben getrennte SIM-Schächte. Wir haben die Möglichkeit, eine Speicherkarte einzulegen. Wir haben weiterhin immer noch die Möglichkeit, den Akku zu entnehmen. Und es ist aber relativ schwer und dieser Rahmen, der sich hier um dieses Smartphone spannt, der soll wohl aus Metall sein. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe mir das mal sehr genau angeschaut. Der Hersteller spricht von Metallrahmen. Ich kann das nicht so richtig nachweisen. Liebe Freunde, das ist jetzt sozusagen eine Einführung gewesen. Die ist ziemlich langweilig gewesen. Ich nehme die auseinander und blende dann eben die Beispiele, die ich hier genannt habe, ein. Der zweite Blick ist das Innenleben. Da ist ein 32-Bit-Prozessor drin. Da passt eigentlich eher nicht so sehr in die Zeit. Es ist eine sehr schlechte GPU drin, also Grafikeinheit. Die ist nicht sehr leistungsfähig. Wir haben 1 GB RAM. Wir haben 8 GB ROM, das heißt also die Anzahl des verfügbaren Platz zum Speichern von Anwendungen, der ist auch sehr begrenzt. Also das sollte man sich dann schon genau überlegen. Des Weiteren, mit 1 GB RAM hat man einfach Probleme, mehrere Anwendungen parallel im Speicher zu halten. Das merkt man auch beim Starten von Anwendungen, die kommen sehr zäh. Und außerdem passiert es doch gelegentlich, dass wir Wartezeiten haben, dass auch selbst der Launcher nicht sehr flüssig läuft. Der dritte Blick, das Display. Ja, das Display. Es ist zunächst ja verlockend, ein 5,5 Zoll großes Display zu besitzen. Allerdings geht man damit ins Freie, dann bekommt man schon das große Grübeln. Man muss sich eine dunkle Stelle suchen, damit man immer noch etwas auf dem Display erkennen kann. Das ist also schon ein wenig grenzwertig. Des Weiteren, na gut, ich meine, die HD-Auflösung, das sieht das Auge nicht. Also da braucht man keine Angst haben, dass man da Augenkrankheit wegen Pixel bekommt. Ne? Der vierte Blick ist, wozu brauche ich es? Also Kommunikation, welche Kommunikationskanäle stehen mir zur Verfügung? Und Achtung, wir haben hier kein LTE. Viele dann fragen, brauche ich nicht? Ja, liebe Freunde, meistens sind die Käufer von solchen Dingen eher auch Nutzer von Prepaid-Karten im Low-Cost-Bereich, also meistens bei den Discountern. Und wenn ihr einigermaßen im Internet unterwegs sein wollt, dann braucht ihr möglichst auch eine 3G-Verbindung. Die ist dann eher im ländlichen Bereich nicht mehr vorhanden, weil eben das LTE, die 4G-Netze ausgebaut werden und da
Fehlanzeige. Ne? Da habt ihr dann höchstens noch Rage-Empfang. Also das ist auch überlegenswert. Und der fünfte und letzte Blick ist letztendlich die Kamera. Manche wollen natürlich auch ein paar Fotos mit dem Ding machen. Ja, geht zu machen, das sind Erinnerungsfotos. Da ist ein 5 Megapixel Nativ Chip für genau diese Kamera, also für die nach hinten zeigende Kamera verbaut. Und der Selfie-Chip, der hier drin ist, ist ein 1,9 Megapixel Chip. Also da sind die Anforderungen und die Erwartungen auch sehr, sehr eingeschränkt. Also ich will euch nicht etwa vom Kauf abraten. Ne? Ich habe euch nur ein paar nachdenkliche Dinge genannt. Überlegt euch die selbst. Entscheidet natürlich selbst. Ihr gebt das Geld aus, nicht ich. Ich will euch den Spaß an diesem Smartphone nicht verderben. Das HomTom HT27. HomTom übrigens der Discounter von Dorji. Also, liebe Freunde, die Entscheidung trefft ihr, nicht ich. Schaut euch jetzt noch die Dinge an, die ich im Weiteren für euch vorbereitet habe. Danke für eure Aufmerksamkeit und Daumen hoch oder Daumen runter. Und ehe der Daumen nach unten geht, ist natürlich auch lohnenswert, das Ding sich bis zum Ende anzuschauen. Auch ein Daumen runter ist ein Blick hinter die Kulissen. Liebe Freunde, das ist es gewesen. Danke für eure Aufmerksamkeit.